So, dann richte ich mich nur kurz ein, dass ich eure Fragen sehen kann. Und dann kann es auch gleich losgehen. So. Okay. Servus, liebe Trader. Einen wunderschönen guten Abend, wie immer zum wöchentlichen Trendfolge-Stammtisch nach der Canslim-Methode von William J. O'Neill und der Neo-Davos-Strategie, die ja an den Trendfolge-Trader Nicolas Davers angelehnt ist. Und auch heute gibt es wieder vier Aktien, die ich euch mitgebracht habe, die wir uns genauer anschauen werden im Detail. Und auch charttechnisch gibt es hier, ich sage mal, endlich wieder einige Leckerbissen, die sich auch für den Aufbau von Long-Positionen eignen. Gut, legen wir am besten gleich los. Wie immer ganz kurz die Neo-Davos-Regeln für diejenigen, die sie schon kennen. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, euch noch einmal was zu trinken zu holen. Für die anderen erkläre ich sie kurz. Wir haben ja die sogenannte Neo-Davos-Strategie. Und zwar ist es eine Trendfolgestrategie, die ein systematisches Regelwerk aufweist bzw. einem solchen unterliegt. Und das betrifft sowohl das Screening der Aktien bzw. auch wann Käufe getätigt werden im Musterdepot, das nach dieser Strategie geführt wird, beziehungsweise auch wann die Depotwerte wieder verkauft werden. Einer der wichtigsten Bestandteile dieser Strategie ist die sogenannte Börsenampel. Und diese zeigt uns entweder immer grünes oder rotes Licht und stellt somit sicher, dass wir gerade in schwierigen Börsenzeiten, wie wir sie auch aktuell immer noch vorfinden, keine zu großen Verluste erleiden, beziehungsweise unseren Investitionsgrad auch nicht zu hoch gestalten. Wie funktioniert das Ganze? Prinzipiell richtet sich alles nach dem S&P 500 Index und zur Hand genommen wird auch noch der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage. Und solange der Kurs des S&P über dem GD 200 notiert, ist die Börsenampel auf grün gestellt. Das heißt, dann haben wir auch grünes Licht, um Käufe zu tätigen. Sobald der Kurs allerdings unter diesen gleitenden Durchschnitt fällt, dann werden keine neuen Depotwerte gekauft und so werden auch größere Verluste in nervösen Marktumfeldern vermieden. Kaufbedingungen für einen Trendfolgetrade nach NeoDavos sind folgende: Aktien müssen in den letzten 4 Wochen ein neues Jahreshoch markiert haben. Sie müssen eine Performance von 70% vom Jahrestief aufweisen und eben die erwähnte Marktampel muss uns grünes Licht zeigen. Im Musterdepot landen dann immer die 10 trendstabilsten Aktien. Wer sich das Ganze genauer durchlesen möchte, wie gesagt, hier nur einen kurzen Überblick dazu. Okay, ich sehe gerade von Marius, er kann meinen Bildschirm nicht sehen. Kann das noch jemand bestätigen oder passt alles soweit? Alles gut, okay. Ja, Marius, dann am besten vielleicht einfach nochmal neu starten. Dann müsste es funktionieren. Okay, wie gesagt, wer sich das Ganze genauer anschauen möchte, auf www.aktienmac.de einfach einloggen, in den Kundenbereich klicken, das findet ihr hier oben rechts. Und dann unter Portfolios, wenn ihr das öffnet, findet ihr unter anderem auch hier unten die Neo-Davos-Strategie mit Kommentierungen, den Ranglisten, dem Musterdepot sowie auch dem ausführlich erklärten Regelwerk. Hier steht alles dann noch einmal drinnen, beziehungsweise könnt ihr das Ganze auch im Chat nachlesen auf traderfox.com. Ja, verkauft werden die Depotwerte, wenn in den letzten 65 Handelstagen kein neues 52-Wochen-Hoch generiert werden konnte, wenn die Jahresperformance von 70% nicht mehr gegeben ist, beziehungsweise wenn der GD 200 unterschritten wurde. Schauen wir uns ganz kurz an, was sich an den Märkten so tut. Also die Unsicherheiten sind nach wie vor präsent, beziehungsweise nehmen nicht wirklich ab. Heute startet wieder die Berichtssaison. Die Earnings Seasons wurde eingeleitet von der Citigroup. Diese hat heute bereits vorbörslich ihre Zahlen veröffentlicht. Und es ist hier ganz interessant zu beobachten. Die Erwartungen waren jetzt
verhältnismäßig nicht relativ hoch. Positiv konnte sich die Aktie beim Ertrag entwickeln. Einen Einbruch gab es aber beim Umsatz. Das betrifft sowohl das Anleihen- und auch das Aktiengeschäft. Aber was jetzt interessant ist, das anfängliche vorbörsliche Minus konnte bis jetzt wieder aufgeholt werden und die Aktie startet gerade ein Reversal, ist ganz ansehnlich im Plus. Und das zeigt einfach wieder, dass hier die Erwartungen vielleicht doch etwas zu niedrig waren. Was tut sich sonst noch? Konjunktursorgen in China wieder mal. Der Handelsstreit zeigt hier wieder Auswirkungen. Es wurde bekannt gegeben, dass in China sowohl die Importe als auch die Exporte schrumpfen. Und zwar deutlich. Bei den Exporten sind sie im Verhältnis zum Vorjahr 4,4%, bei den Importen sogar 7,6%. Also das betrifft den Monat Dezember. Und das sind ganz klar Auswirkungen auch schon von den Strafzöllen, was wiederum eine Einigung zwischen den beiden Wirtschaftsmächten als deutlich sinnvoll darstellen würde, beziehungsweise falls es hier zu einem Konsens kommt, würde hier eine deutliche Erleichterung an den Märkten sichtbar werden. Spannend wird es in Europa vor allem morgen. Dann findet ja die Brexit-Abstimmung statt und Theresa May, er wird wohl mit einer Niederlage konfrontiert werden. Das sagt die Wahrscheinlichkeit vom derzeitigen Standpunkt aus voraus. Und zuletzt wurde entschieden, sie muss schneller als erwartet einen Plan B liefern, falls der Plan oder falls der Vertrag, der mit der EU ausgehandelt wurde, abgelehnt wird. Also auch hier kommen wieder Unsicherheiten in den Markt. Keiner weiß nach wie vor, wie der Brexit stattfinden wird, ob er überhaupt stattfinden wird. Und das ist natürlich ja Gift für die Märkte, kann man so sagen. Positive Nachrichten gab es wieder von der Fed letzte Woche. Am Mittwoch hielt der Notenbankchef Jerome Powell wieder eine Rede und dabei sagte, er will flexibler agieren mit seiner Strategie und diese gegebenenfalls auch überdenken und anpassen. Geplant sind ja immer noch 2 Zinsanhebungen im heurigen Jahr, aber die Anleger fassen dies wieder als positive Kommentare auf und erhoffen sich eventuell ein Zurückrudern mit der straffen Geldpolitik. Eine Belastung stellt auch der Regierungs-Shutdown dar in den USA. Dieser ist jetzt schon 24 Tage im Gang und somit der längste in der Geschichte der USA. Schätzungen zufolge, ich habe es mir vorher durchgelesen, die UBS beispielsweise schätzt die Schäden, die entstanden sind, schon auf etwa 4 Milliarden US-Dollar. Und ja, das Lustige dabei muss man schon fast sagen, die Kosten bzw. die Schäden, die dadurch entstanden sind, hätten die Kosten, die zur Errichtung der Mauer benötigt werden, bereits längst abgedeckt. Also ja, die Demokraten und die Republikaner stehen sich hier wieder mal gegenseitig im Weg. Aber auch hier kommen wieder Unsicherheiten in den Markt und das mögen die Anleger natürlich gar nicht. Ja, so nebenbei am Rande noch erwähnt, letzte Woche wurden von der EZB die Dezember-Sitzungsprotokolle veröffentlicht. Aus denen geht hervor, dass die Chancen und Risiken für das weitere Wachstum ausgewogen sind, die Risiken aber tendenziell nun zunehmen. Verwiesen wird hierbei auf den Brexit sowie auch die jüngste Finanzmarktschwäche. Und was keine Überraschung darstellt, ist, dass der Leitzins bei 0,0% und der Einlagenzins bei 0,4% verweilen soll und das bis spätestens zum Sommer 2019. So viel nur ganz kurz dazu. Schauen wir uns den Chart vom S&P kurz an. Also derzeit ist es sehr spannend zu beobachten. Wir haben ja jetzt eine kurze Erholungsbewegung gesehen an den Märkten. Und nun ist der S&P in einer Seitwärtsrange gefangen. Es gibt hier bedeutende Widerstandslinien, allen voran die 2600-Punkte-Marke. Man sieht es hier ganz deutlich, zweimal startet ein Versuch, diese zu knacken. Aufgrund der Unsicherheiten und des jüngst starken Anstiegs war aber auch nicht davon auszugehen, dass diese jetzt schnell überschritten werden kann. Und was jetzt wichtig zu beobachten wäre, wäre prinzipiell eine bullische Konsolidierung. Das heißt, wenn wir jetzt
in dieser Seitwärtsrange verweilen können. Dann kann der Index auch wieder Kraft sammeln, um einen neuen Breakout-Versuch zu starten. Aber das gilt es natürlich abzuwarten. Also derzeit ist alles möglich wie immer. Entweder wir können die Konsolidierung nach oben auflösen oder wir sehen eine neue Abwärtswelle. Das wird natürlich auch von den Brexit-Abstimmungen, vom Handelsstreit und der weiteren politischen Lage abhängen. Ja, der GT 200 ist noch 6% entfernt ungefähr. Die Marktampel steht immer noch auf Rot und somit werden auch im Musterdepot noch keine Käufe getätigt. Jetzt fangen wir aber an mit der ersten Aktie. Das Unternehmen heißt Alteryx. Ich sage es gleich dazu, ich bin hier aktuell selbst investiert. Und es handelt sich hier um ein US-Unternehmen bzw. einen Softwareanbieter für strategische Analysen. Was das genau im Detail bedeutet, schauen wir uns gleich an wie immer. Zuerst ganz kurz die Kennzahlen des Unternehmens. Es weist einen Börsenwert von knapp 4 Milliarden US-Dollar auf. Die aktuelle Trendstabilität liegt bei 9,91 und dadurch kann die Aktie auch den 9. Platz im Neo Davos Ranking belegen. Das Umsatzwachstum, hier sehen wir eine sehr starke Wachstumsdynamik. 2016 waren es knapp 86 Millionen US-Dollar. Im Folgejahr konnten die Erlöse auf 131 Millionen gesteigert werden und im laufenden Geschäftsjahr werden bereits knapp 201 Millionen US-Dollar erwartet. Beim Gewinnwachstum, das Unternehmen ist noch nicht profitabel, allerdings steht es auf Jahressicht kurz davor. Im Jahr 2016 musste noch ein Verlust je Aktie von 52 Cent hingenommen werden. Ein Jahr später verbesserte sich das Ergebnis auf 37 Cent und im heurigen Jahr soll man nahezu schwarze Zahlen schreiben können. Was macht das Unternehmen genau? Alteryx ist ein Analysespezialist für Entwicklungsteams und hierbei legt man besonders auf das Data Science und Analytics Segment Wert, das den Kunden prinzipiell einfach eine End-to-End-Analyseplattform zur Verfügung stellt, also eine Analyseplattform, die einfach mit den Computern vernetzt werden kann, also untereinander auch. Und speziell adressiert wird diese Software an Datenanalytiker und Datenwissenschaftler, die hier eine eigene cloud-basierte Lösung zur Verfügung gestellt bekommen, mit der die Effizienz im Bereich von Datenmanagement gesteigert werden kann. Wie funktioniert das Ganze? Der Fokus liegt auf der Analyse von Daten, Prognoseerstellungen und auch statistischen Auswertungen. Die Menge an Daten nimmt ja unaufhaltsam weiter zu und gerade auch bei großen Projekten ist es sehr wichtig für die Unternehmen, hier den Überblick zu behalten und auch alles übersichtlich managen zu können. Dadurch können Vorteile im Bereich des Kostenmanagements erstellt werden. Die Projekte lassen sich einfach besser planen und dadurch natürlich auch viel schneller und gezielter abschließen. Was passiert genau? Wie gesagt, Daten werden gesammelt. Dies bezieht sich auch vor allem auf Daten von Drittanbietern, die automatisch analysiert werden können und einfach in das System integriert werden. Wie das Ganze funktioniert? Das sieht man sehr schön in einem ganz kurzen Video auf YouTube. Ich habe hier, nur damit man sich das mal vorstellen kann, zeige ich euch das ganz kurz, wie das Ganze aussieht. Ihr habt hier prinzipiell diese erwähnte Webplattform. Seht hier oben verschiedene Reiter, mit denen auf die Daten zugegriffen werden kann. Und dann kann auch ganz einfach beispielsweise mit Drag-and-Drop-Funktionen können Verbindungen zwischen den Datensegmenten erstellt werden und die Mitarbeiter haben so ganz einfach die Übersicht. Man sieht es hier ganz schön, eine schöne Übersicht, beziehungsweise können die Datenströme so lenken, wie sie sie auch benötigen. Man sieht ganz schnell Tabellen, statistische Auswertungen
Wo gibt es Nachholbedarf? Wo entwickelt sich das Geschäft besonders gut? Wo muss man nachbessern? Es gibt eigene Planungsfunktionen, um die Arbeitsabläufe beschleunigen zu können, beziehungsweise Pläne zu erstellen. Und hier kann Alteryx eine entsprechende Software bieten. So viel nur ganz kurz dazu, damit man sich das auch mal bildlich vorstellen kann. Und ja, wie gesagt, das ist wesentlich für die Arbeitsgeschwindigkeit der Abteilungen im Bereich Forschung und Entwicklung. Und umso schneller innovative Produkte auf den Markt gebracht werden können, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, seinen Wettbewerbsvorsprung gegenüber der Konkurrenz auszubauen. Zu den Kunden zählen prinzipiell Firmen aus mehreren verschiedenen Branchen, sowie auch die Automobilbranche, gewerbliche Immobilien, Restaurants, Konsumgüterhersteller, aber auch vor allem Telekommunikationsbranchen. Und diese wachsen ja gerade besonders stark, denn gerade auch durch die Cloud-Lösungen werden verstärkt Rechnungszentren benötigt. Und hier kann auch Alteryx diesen Unternehmen speziell Lösungen anbieten. Was bietet Alteryx noch an? Die Alteryx Connect-Lösung. Prinzipiell kann diese als ja, Antwort auf den Big Data Trend bezeichnet werden. Und diese ermöglicht nun eben das Ermitteln von benötigten Informationen. Das wird weitgehend vereinfacht und automatisiert. Wir haben es jetzt gerade gesehen, diese Datenkatalogisierung, die ermöglicht wird auf der webbasierten Plattform. Und die Mitarbeiter können so ihre Entscheidungen leichter treffen, beziehungsweise auch schneller treffen. Und durch die Unterstützung der künstlichen Intelligenz werden Risiken besser eingeschätzt und menschliche Fehler über kurz oder lang weitgehend minimiert. Die Drag-and-Drop-Funktionen haben wir auch gerade gesehen. Und ja, der Gedanke prinzipiell an dieser Lösung ist doch, dass sich die Entwicklungsteams speziell auf neue Erkenntnisse, auf das Gewinnen neuer Erkenntnisse spezialisieren können. Und das stellt ja den wesentlichen Teil der Arbeit dar. Diese Lösungen sollen Ihnen prinzipiell auch dabei helfen, den Verwaltungsaufwand weitgehend zu vereinfachen. Spannend ist doch, dass eine problemlose Integrierung von Datenbanken von Amazon Redshift, Oracle, Microsoft und so weiter ja, einfach ohne großen Aufwand und ohne großes Know-how integriert werden kann in bestehende Systeme. Und so kann natürlich die Arbeit weitgehend beschleunigt werden. Ganz kurz zu den letzten Quartalszahlen. Die liegen jetzt schon etwas zurück. Am 7.11. sind sie veröffentlicht worden. Und das zeigt wieder, dass die Nachfrage nach den Lösungen stark zulegt. Der Umsatz kann nämlich im Vergleich zum Vorjahr um 59% ansteigen auf 54,2 Millionen US-Dollar. Und der Analystenkonsens rechnete hier nur mit knapp 50 Millionen. Also die Erwartungen wurden übertroffen. Die Bruttomarge kann weiter gesteigert werden von 84% auf 89%. Und was besonders positiv überrascht hat, ist der Gewinn je Aktie. Denn dieser kann im Quartalsvergleich von 2 Cent auf 8 Cent je Aktie zulegen. Die Analysten rechneten hier sogar mit einem Verlust von 5 Cent. Also hier wurden die Erwartungen pulverisiert. Auch beim Umsatz gab es eine positive Überraschung. Und das hat natürlich, wie ihr es schon ahnen könnt, auch wieder positive Auswirkungen auf den Chart. Positiv zu betrachten ist auch der Anstieg der zahlenden Kunden. Hier steigen die Zahlen um 41% auf ganze 4.315. Und im Zuge der Quartalsergebnisse der Präsentation wurde auch die neue Alteryx-Plattform der Version 2018.3 angekündigt, die auch jetzt weitere Funktionen für die Entwicklungsteams bereithält. Ganz kurz grafisch dargestellt, die historische Geschäftsentwicklung. 2016, 2017 haben wir gerade besprochen, aber die Dynamik soll sich auch laut Analysten in den kommenden Jahren weiter fortsetzen können. Und
spätestens 2020 rechnen diese damit, dass das Unternehmen dann auch mit 14 Cent je Aktie schwarze Zahlen schreiben wird. Im Chart sieht das Ganze so aus. Es gab einen Breakout-Versuch nach den Quartalszahlen. Das Marktumfeld war ja äußerst schwierig und volatil. Allerdings konnte der Aufwärtstrend verteidigt werden. Ihr seht es hier an der orangen Linie, beziehungsweise am GD150 fand eine Stabilisierung statt und dann hat die Aktie wieder begonnen zu steigen. Jetzt von der jüngsten Markterholung profitiert Alteryx. Es folgte der Breakout aus der Trend Continuation Line und gerade die auffällige Stärke bei Cloud-Anbietern und entsprechenden Lösungen für diese sorgt auch dafür, dass Alteryx hier profitieren kann. Heute kommt der Wert wieder etwas stärker unter Druck. Vorhin waren es noch minus 5%, aber die Aktie hält sich noch im Bereich des Breakout-Levels, versucht diesen zu verteidigen. Und wenn jetzt auch hier eine Konsolidierung einsetzt, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Trendfortsetzung über kurz oder lang wieder fortgesetzt werden kann. Schauen wir gleich zum nächsten Unternehmen. Zufälligerweise habe ich es heute im Angebot. Es gab hier nämlich einen speziellen Wunsch im Chat. Darum sage ich es auch gleich in die Runde. Also falls ihr einmal speziell Unternehmen findet aus der Neodavas oder Uni-Rubrik, die euch besonders interessieren, dann schreibt mir einfach eine Nachricht und dann werde ich sehen, ob ich euch die Unternehmen entsprechend genauer erläutern kann. Also wie gesagt, jetzt Fabrinet auf besonderen Wunsch. Ein thailändisches Unternehmen, das ein Spezialist für Produktionsdienstleistungen ist. Der Börsenwert liegt bei etwas über 2 Milliarden US-Dollar. Die Trendstabilität bei 9,92. Und somit liegt die Aktie einen Platz vor Alteryx, nämlich auf dem 8. Platz im Neodavas Ranking. Das Umsatzwachstum, hier geht es noch ja, etwas sprunghaft hin und her. 2017 waren es 1,42 Milliarden US-Dollar, im letzten Jahr 1,37 Milliarden. Und im laufenden Geschäftsjahr, hier schon das Jahr 2019, soll sich der Umsatz nun wieder steigern, nämlich auf 1,54 Milliarden. Das Gewinnwachstum 2017 2,63 US-Dollar je Aktie, ein Jahr später etwas weniger, 2,21 US-Dollar und auch heuer, also im laufenden Geschäftsjahr, soll wieder ein Anstieg auf 3,65 US-Dollar je Aktie stattfinden. Was macht das Unternehmen genau? Prinzipiell kann man es als Komplettpaket für OEM-Hersteller sehen, also Original Equipment Manufacturer. Das sind ja prinzipiell Hersteller von Produkten, die diese nicht selbst in den Einzelhandel bringen. Zum Beispiel Zulieferer in der Automobilbranche gehören hier hinzu. Und Fabrinet fungiert hier als Fertigungspartner für komplexe technologische Lösungen in den Bereichen von optischen, medizinischen, elektromechanischen und elektronischen Produktionsdienstleistungen. Das heißt, industrielle Laser, Switches, aktive optische Verkabelungen, die zum Beispiel eben auch für Rechenzentren benötigt werden, beziehungsweise weitere Komponenten aus der Automobilbranche, Telekommunikationsbranche und so weiter, werden hier unter anderem von Fabrinet unterstützt, also die Hersteller. Wie funktioniert das Ganze? Wie gesagt, das Komplettpaket. Fabrinet unterstützt die Kunden, angefangen beim Design der Produkte. Hier verfügt man über ein umfassendes Know-how, geht dann weiter bis hin zum Fertigungsprozess einer entsprechenden Verpackungslösung, auch bis hin zur Endmontage und kann auch beim Supply Chain Management unterstützend fungieren. Hier kann das Unternehmen zum Beispiel aufgrund von speziellen Kontakten zu lokalen Zulieferern die Reduzierung von Materialkosten bieten.
Beziehungsweise hat das Unternehmen selbst auch eigene Tochtergesellschaften, die hier Kostenvorteile mitbringen können. Und gerade auch bei Unternehmen, die große Mengen an Rohstoffen benötigen, können Materialvorlaufzeiten und auch Verbindlichkeiten optimiert werden. Das heißt, es kann wieder eine bessere Planung gewährleistet werden und dadurch werden die Fertigstellungen präziser vorhergesagt, beziehungsweise die Kosten sinken. Beim Supply Chain Management wird auch die Lieferabwicklung übernommen, beziehungsweise gibt es hier Vorschläge und Unterstützungen. Das betrifft zum Beispiel den Transport von Produkten, die Lagerungen und so weiter. Fabrinet verfügt über mehrere Anlagen in den USA, in China, Thailand und in Großbritannien. Besonders interessant ist hier der chinesische Markt, denn hier lauert noch einiges an Wachstumspotenzial. Wichtig wäre es hier, dass die optischen Kommunikationslösungen ihren Durchbruch schaffen, denn dort lauert dann natürlich gewaltiges Wachstumspotenzial in den USA bzw. bei uns in Europa. Ja, nimmt die Glasfasertechnologie ja immer größere Ausmaße an. Das ist definitiv die Zukunft, denn so können die Datenübertragungsraten nicht nur beschleunigt werden, sondern diese ermöglichen überhaupt erst das Expandieren bzw. Skalieren von Firmen in neue Größenordnungen. Profitieren kann das Unternehmen jedenfalls von einem Wettrennen, das um die beste Cloud-Lösung entstanden ist. Das kurbelt die Umsätze schon an. Und die Errichtung und der verstärkte Ausbau von Rechenzentren, die für diese Lösungen benötigt werden, erfordern auch entsprechende hochwertige Komponenten, die unter anderem auch von Fabrinet geliefert werden können. Schauen wir uns hier ganz kurz die letzten Quartalszahlen an. Am 5.11. sind sie veröffentlicht worden. Der Gesamtumsatz konnte um weitere 5,6% zulegen auf 377 Millionen US-Dollar. Auch hier sehen wir, dass die Erwartungen von 352 Millionen übertroffen werden konnten. Auch beim Gewinn gab es eine positive Überraschung. Das EPS steigt nämlich von 75 Cent je Aktie auf 92 Cent je Aktie und die Analysten rechneten hier nur mit 81 Cent. Wie bereits erwähnt, besonders wichtig ist die Telekommunikationsbranche. Hier kann die Nachfrage besonders stark wachsen und in weiterer Folge veranlasste das auch die Führungsetage, die Prognose für das Q2 2019 anzuheben. Hier wird dann ein Umsatz von 380 bis 388 Millionen angestrebt, wobei der Konsens der Analysten erst von 366 Millionen ausgeht. Also hier kommt eine Prognoseanhebung, die wieder über den Erwartungen der Analysten liegt. Das heißt, wir haben auch positive Zukunftsaussichten. Und auch beim Gewinn soll man mit 91 Cent bis 94 Cent über den erwarteten 84 Cent die Aktie liegen. Veröffentlicht werden die Ergebnisse bereits am 5.2. Das heißt in knapp 3 Wochen. Und dann werden wir wieder neue Erkenntnisse bekommen, ob sich hier die Gewinn- und Umsatzdynamik weiter beschleunigen kann. Ganz kurz hier noch einmal das Ganze grafisch dargestellt. Wir sehen es jetzt hier, wie gesagt, Umsatz und Gewinn. Das war eher ein Auf und Ab die letzten Jahre, aber auch jetzt erwarten die Analysten eine deutliche Beschleunigung. 1,54 Milliarden beim Umsatz. 2021 sollen es schon knapp 2 Milliarden US-Dollar sein und auch der Gewinn soll jetzt jährlich bis 4,64 US-Dollar je Aktie im Jahr 2021 zulegen. Ja, im Chart sehen wir einen wunderschönen Breakout. Fabrinet hat auf die jüngste Gesamtmarktschwäche eigentlich überhaupt nicht reagiert. Wir sehen hier eine schöne Seitwärtsbewegung, einen Pivotal News Point nach den Q1-Zahlen, ein Anstieg unter hohem Volumen. Und ja, nach einem kurzen oder nach mehreren kurzen Rücksetzern konnte hier auch vor allem der GD50 immer wieder als Stabilisierung dienen. Ihr seht hier in Form der roten Linie, der Kurs hat sich gut gefangen, konnte sich gut halten,
hat dann relative Stärke zum Gesamtmarkt gezeigt und jetzt, wo sich die Stimmung wieder aufhält und eine allgemeine Aufwärtsbewegung eingesetzt hat, folgt sofort der Breakout. Die Nachfrage nach den Produkten steigt weiter an und die Trendfortsetzung scheint jetzt nun eingeleitet worden zu sein. Ja, das nächste Unternehmen, das ich mitgebracht habe, ist Exact Sciences. Wieder mal ein Healthcare-Unternehmen, das mit besonders guten Zahlen überraschen konnte letzte Woche, beziehungsweise mit einer starken Prognoseanhebung. Dazu aber gleich mehr. Das Unternehmen befasst sich prinzipiell mit innovativen Diagnostiklösungen, weist einen Börsenwert von 8,83 Milliarden US-Dollar auf und hat eine Trendstabilität von 3,47. Das Umsatzwachstum entwickelt sich extrem stark. 2016 waren es noch 99 Millionen US-Dollar, ein Jahr später knapp 266 Millionen und im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz auf 438,66 Millionen ansteigen. Beim Gewinn hapert es noch etwas, das ist aber auch vor allem auf innovative Produktentwicklungen und große Investitionen zurückzuführen. 2016 war es ein Verlust von 1,63 US-Dollar je Aktie, ein Jahr später knapp 1 US-Dollar und im laufenden Geschäftsjahr sollen sich die Verluste wieder auf 1,5 US-Dollar je Aktie belaufen. Exact Sciences ist prinzipiell ein Molekulardiagnostik-Spezialist, der sich auf dem Vormarsch befindet. Gegründet wurde das Unternehmen bereits im Jahr 1995. Der Hauptsitz liegt in Madison in Wisconsin. Und ja, das Flaggschiff des Unternehmens ist Cologuard, ein Test, der als Früherkennung und zur Prävention von Dickdarmkrebs dient. Hier hat Exact Sciences eine patentierte, nicht invasive molekulare Screening-Methode entwickelt. Das heißt, dieser Test ist einzigartig in seiner Form und auch Anwendung. Zugelassen ist dieser bereits seit dem Jahr 2014 in den USA und angewendet wird dieser bei Menschen ab dem 50. Lebensjahr. Das Unternehmen selbst sagt, dass es keinen Ersatz für eine diagnostische Darmspiegelung darstellt, aber was nicht unwesentlich ist, es gibt hier eine schnelle Maßnahme, einen schnellen Test, der die Risiken bei bzw. ja, potenziell erhöht gefährdeten Menschen darstellen kann bzw. aufzeigen kann. Ein wesentlicher Punkt ist, dass Medicare-Programme, also die staatlich geförderten Versicherungen in den USA, die sich ja speziell an behinderte Menschen, körperlich behinderte Menschen bzw. ältere Menschen ab dem 65. Lebensjahr richten und auch viele der größten Versicherer in den USA die Kosten hier komplett abdecken. Davon profitiert das Unternehmen natürlich, da die Reichweite vergrößert werden kann und auch die Zahl der Tests über kurz oder lang rapide ansteigt. Nicht ganz unwesentlich, eine Zusammenarbeit bezüglich der Vermarktung des Cologuard-Tests findet mit dem Pharmagiganten Pfizer statt. Pfizer ist ja einer der weltweit größten Pharmakonzerne überhaupt. Und ja, dadurch kann auch ein kleineres Unternehmen wie Exact Sciences definitiv profitieren, wenn man einen derart großen Partner an seiner Seite hat. Wie bereits erwähnt, das Gewinnwachstum leidet vor allem auch unter Übernahmen und Investitionen. So wurde im vergangenen Jahr Mitte Oktober die Übernahme von Biomatrica angekündigt und das Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von Probeaufbewahrungslösungen. Prinzipiell kann man hier sagen, ganz einfach zum Beispiel Probeentnahmeröhrchen bzw. Aufbewahrungsröhrchen für Blut- und Speicheltests. Also alles, was im Bereich
von Laboren, von einem Labor stattfindet, fällt auch in den Zuständigkeitsbereich von Biometrica. Dieses Unternehmen konnte wichtige Erkenntnisse bei Blutuntersuchungstests bzw. auch schon beim Blutkrebs mitbringen und dadurch möchte auch jetzt Exact Sciences in diesem Bereich weitere Durchbrüche erreichen können. Fortschritte wurden auch in den Bereichen Diagnostik und Verbrauchergenomik erzielt. Also die Genomik ist ja besonders interessant bei der Untersuchung und Erkennung von diversen Krankheiten. Die DNA-Sequenzierung ermöglicht hier ein besseres Verständnis und auch die Entwicklung, die gezieltere Entwicklung für entsprechende Heilmittel und Medikamente. Wichtige Patente in den USA und auch im Ausland konnten mit dem Unternehmen gemeinsam erworben werden. So können jetzt speziell Patente auch verwendet werden, die zur Stabilisierung des biologischen Materials in den entsprechenden Röhrchen dient und somit auch eine optimale Ausnutzung und Auswertung der entsprechenden Materialien ermöglichen. Nähere Details zur Transaktion sind nicht bekannt, also man weiß nicht, wie viel der Deal gekostet hat im Endeffekt. Aber das Management zeigt sich zuversichtlich, dass hier ein wichtiger strategischer Schritt für die Zukunft getroffen wurde. Auch hier ganz kurz die letzten Quartalszahlen. Diese wurden am 30. Oktober veröffentlicht. Der Umsatz konnte, wie wir es vorher auch schon auf Jahresbasis gesehen haben, weiterhin stark zulegen, oft um ganze 63% im Quartalsvergleich auf ganze 118,3 Millionen US-Dollar. Und auch hier wieder wurden die Konsenserwartungen der Analysten, die nur mit 109,31 Millionen US-Dollar rechneten, deutlich übertroffen. Interessant ist vor allem, dass die Zahl der durchgeführten Tests im Vergleich zum Vorjahresquartal um ganze 49% ansteigen konnte. Im letzten Vierteljahr wurden so 241.000 Tests durchgeführt und vor allem auch der Umsatz pro durchgeführten Test konnte um 9% gesteigert werden, nämlich auf ganze 492 US-Dollar pro Test. Gleichzeitig konnten auch die Kosten reduziert werden, nämlich um ganze 3%. Und das wirkt sich natürlich im Endeffekt dann über kurz oder lang auch auf die Erträge aus. Vorerst muss das Unternehmen trotzdem noch seine Verluste vergrößern, nämlich von 23 Cent auf 37 Cent je Aktie. Allerdings auch hier rechneten die Analysten mit einem höheren Verlust, nämlich mit einem Minus von 42 Cent je Aktie. Also stellt sich alles nicht so schlimm dar, wie es sich jetzt hier im ersten Moment vielleicht ja doch darstellt. Es folgte aber, wie erwähnt, eine bedeutende Prognoseanhebung, sowohl für das laufende Fiskaljahr als auch für das kommende Quartal. Und auf Jahresbasis wird jetzt ein Umsatz von 142,5 Millionen bis 143,5 Millionen US-Dollar erwartet. Das stellt im Jahresvergleich einen Anstieg um weitere 64% dar, beziehungsweise wurde bekannt gegeben, dass im Q4 nach derzeitigen Schätzungen ganze 292.000 weitere Behandlungen durchgeführt wurden und das stellt wieder im Quartalsvergleich auch einen Anstieg von 66% dar. Also die Zahl der Tests nimmt weiterhin zu, wir haben es vorhin gesehen, im dritten Quartal betrug die Zahl der Tests 241.000, im nächsten Quartal jetzt sollen es knapp 300.000 sein. Die Nachfrage steigt also deutlich an. Auch hier ganz kurz das Ganze grafisch dargestellt. Die Umsätze konnten massiv zulegen und diese Dynamik soll sich auch ungefähr in dieser Größenordnung weiter fortsetzen können. 2020 soll die Milliardenmarke geknackt werden. Das Unternehmen soll quasi break-even sein auf der Gewinnbasis. Und 2021 sollen es schon 1,45 US-Dollar je Aktie Gewinn sein. Hier das Ganze im Chart.
Die Q3-Zahlen konnten, wie gesagt, positiv überraschen. Es gab auch hier einen Kursanstieg. Die Gesamtmarktschwäche hat dann allerdings zu Gewinnmitnahmen geführt. Wir haben prinzipiell einen False Breakout gesehen. Das Hoch wurde überschritten. Es setzten Gewinnmitnahmen ein, die die Aktie dann zum GD 200 zurückgeführt haben. Und ausschlaggebend für den jüngsten Anstieg war jetzt wieder der Ausblick für das Q4. Die Prognose wurde angehoben, die Nachfrage nach den Cologuard-Tests steigt massiv an und dadurch konnte die Aktie jetzt auch wieder einen Pivotal News Point ausbilden und geht nun, wie es aussieht, in eine Konsolidierungsformation über. Das derzeitige Hoch liegt bei 82,83 US-Dollar. Wenn dieses überschritten wird, dann bietet sich die Chance, dem Breakout zu folgen. Also ein prozyklisches Long-Signal würde getriggert werden. Und auch heute äußerten sich wieder die Canaccord-Analysten positiv zu dem Wert. Das Kursziel wurde auf 95 US-Dollar angehoben. Interessanterweise gab es hier bereits von denselben Analysten letzte Woche positive Kommentare. Da wurde das Kursziel auf 87 US-Dollar angehoben. Also nun jetzt noch weiter auf 95 US-Dollar. Und das kann natürlich auch unterstützend hinzukommen. Ein Unternehmen haben wir noch, das vor allem charttechnisch gerade sehr überzeugen kann. Es handelt sich um Glu Mobile, ein US-Unternehmen, das mobile Spiele anbietet. Dieses weist einen Börsenwert von 1,29 Milliarden US-Dollar auf, hat eine hohe Trendstabilität von 11,17 und liegt somit auch auf dem vierten Platz in der NeoDavos-Rangliste. Das Umsatzwachstum entwickelt sich positiv, kann jährlich gesteigert werden. 2016 waren es etwas über 200 Millionen US-Dollar, 2017 schon knapp 287 Millionen und im laufenden Geschäftsjahr soll wieder ein bedeutender Anstieg, nämlich auf ganze 382,5 Millionen US-Dollar stattfinden. Positiv ist auch die Gewinnentwicklung zu betrachten. Die Verluste der letzten 2 Jahre von 66 Cent im Jahr 2016 und im Jahr 2017 waren es 72 Cent, sollen nun Geschichte sein. Das Unternehmen soll schwarze Zahlen schreiben, nämlich in der Höhe von 27 Cent je Aktie. Und was die Gründe hierfür sind, schauen wir uns jetzt an. Prinzipiell der mobile Gaming-Trend, von dem das Unternehmen aktuell profitiert, steht unter dem Fokus Spiele für überall und jederzeit. Gegründet wurde das Unternehmen schon im Jahr 2001. Der Hauptsitz liegt in San Francisco in Kalifornien. Und das Unternehmen entwickelt selbst Spiele, die es auch selbst vermarktet und verkauft. Diese mobilen Spiele richten sich speziell an Smartphone-Besitzer und Tablet-Besitzer. Der Vorteil ist ja, ein Smartphone besitzt heutzutage nahezu jeder. Und der Mobile Gaming Trend erfreut sich immer größerer Beliebtheit, da eben mobil und jederzeit auf die Spiele zugegriffen werden kann, die meist kostenlos in den digitalen Shops verfügbar sind. Wie funktioniert das Ganze? Wie funktioniert Glu Mobile dann im Endeffekt Geld? Ja, als Kunde, wenn ich ein Spiel suche im App Store, Google Play Store oder Amazon App Store, beziehungsweise in vielen weiteren anderen Stores, wo diese verfügbar sind, kann ich diese Spiele eben kostenlos herunterladen. Und Glu Mobile profitiert dann von Mikrotransaktionen, die aus den Spielen generiert werden können. Es funktioniert so, ich lade mir ein Spiel herunter, kann dieses kostenlos spielen und wenn ich dann aber spezielle Level freischalten möchte, wenn ich auf Zusatzinhalte zugreifen möchte, dann muss ich echt Geld investieren. Das sind meist geringe Beträge von einigen Cent bis hin zu wenigen Euro. Dann kann das Unternehmen hier ganz schnell profitieren, denn mit wenigen Mausklicks landet prinzipiell das Geld schon auf dem Konto des Spieleherstellers. Viele Spiele haben ja den
negativ behafteten Ruf, dass man nur gewinnen kann, wenn man eben echt Geld investiert. Quasi das Stichwort Pay to Win. Und ja, gerade auch hohe Konsumausgaben, die ja weltweit gerade vorhanden sind, führen dazu, dass viele Menschen nicht über kleinere Summen nachdenken. Wenn ich ein Spiel habe, das mir gefällt und ich möchte hier Fortschritte erreichen, beziehungsweise auch Vorteile gegenüber meiner Mitbewerber ja, erzielen und bekommen, dann kann ich eben mit geringen Summen ganz schnell dies erreichen, indem ich dann an Glu Mobile mein Geld überweise. Das Spiel hat selbst einige lizenzierte Titel wie Cooking Dash, Deer Hunter und so weiter im Angebot, auch einige Sportspiele. Diese kommen größtenteils relativ gut an. Das Unternehmen hat den Vorteil, dass es jetzt schon auf operativer Basis gut wirtschaftet und dadurch, dass ständig weitere Spiele entwickelt werden, durch die vielen verfügbaren Teams, die weltweit vorhanden sind, besteht immer die Chance, einen Kassenschlager zu landen, der dann das Unternehmen ganz schnell in neue Dimensionen katapultiert. Angewiesen ist das Unternehmen nicht darauf, denn wie gesagt, die Umsätze, wir haben es vorher gesehen, und die Gewinne steigen bereits an. Aber erwähnen kann man hier zum Beispiel den Candy Crush Hype. Das Spiel wird vielleicht einigen ein Begriff sein. Es war vor einigen Jahren in aller Munde im Bereich Mobile Gaming. Und hier konnten ganz schnell in kurzer Zeit extreme Nutzeranstiege verbucht werden. Schauen wir uns ganz kurz hier die letzten Quartalszahlen an. Diese wurden am 6.11. veröffentlicht. Der Umsatz konnte von 81 Millionen auf 99 Millionen US-Dollar steigen. Auch hier lag man leicht über den Erwartungen von 96 Millionen. Und das EPS konnte im Quartalsvergleich den Verlust von 9 Cent ja, auf Break-Even verbessern. Es war ein Nullsummenspiel in diesem Quartal. Allerdings rechneten beim Gewinn ein Großteil der Analysten mit einem Gewinn von 7 Cent. Hier enttäuschte man also leicht. Die Bruttomarge konnte leicht zulegen von 60,9% auf 61,2%. Interessant ist aber vor allem, dass die Buchungen zulegen. Das heißt, die Spiele erfreuen sich einer erhöhten Nachfrage und ganze 17,5% steigen diese auf ein Rekordniveau an. Und besonders verantwortlich für den letzten Umsatz, das letzte Umsatzwachstum war das Spiel Design Home. Hier konnten die Erlöse deutlich angekurbelt werden, indem das Spiel auch auf dem 5. Platz der gefragtesten Spiele im US App Store für die iPhones vorrücken konnte. Und dies veranlasste unter anderem auch das Management, wieder die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr weiter anzuheben. Dieses wird nun auf 380,7 bis 382,7 Millionen US-Dollar kommuniziert. Die Analysten sind hier noch etwas konservativer mit knapp 378 Millionen US-Dollar. Auch hier ganz kurz grafisch alles dargestellt. Wie gesagt, angewiesen ist das Unternehmen nicht auf einen Kassenschlager, aber die Möglichkeit besteht natürlich immer und die Nachfrage nach den mobilen Spielen steigt weiter an. Das sieht man beispielsweise auch bei Unternehmen wie Electronic Arts, wo ich aktuell selbst investiert bin. Hier wird auch verstärkt jetzt mit diversen Spielen auf den Mobile Gaming Trend gesetzt und auch hier konnten die Zahlen beziehungsweise die Umsätze eben durch diese erwähnten Mikrotransaktionen massiv ansteigen. Schauen wir uns das Ganze kurz im Chart an. Die Q3-Zahlen führen zu einem Kursanstieg unter hohem Volumen. Es erfolgt der Breakout auf ein neues Hoch. Auch hier die letzte Gesamtmarktschwäche sorgt dafür, dass Gewinnmitnahmen einsetzen. Aber es konnte sich hier eine schöne Basis ausbilden. Und nun erfolgte auch aufgrund des Analystensupports dass Stevens-Analysten, die den Wert auf Übergewicht mit einem Kursziel von 10,5 US-Dollar einstufen, jetzt eben der Breakout bzw. die Trendfortsetzung. Sieht aktuell sehr gut aus. Auch heute konnte der Wert vorhin noch zulegen und die Wachstumsaussichten sind hier völlig intakt und auch positiv für die zukünftigen Jahre.
Okay, gut, das waren soweit jetzt einmal die heutigen Aktien, die ich mitgebracht habe. Gibt es von eurer Seite noch Fragen? Ganz kurz haben wir noch Zeit, dann muss ich den Webinarraum wieder freiräumen. Die Definition Trendstabilität. Ja, du kannst prinzipiell entweder am Trading Desk nachschauen, machen wir das Ganze mal kurz. Du gehst auf www.traderfox.com. Naja, nehmen wir einfach gleich hier die Kursliste und dann findest du unter Qualität, Trendstabilität beispielsweise auf Einjahresbasis. Wenn du hier auf das Rufzeichen klickst, findest du ganz genau, wie dieser Wert berechnet wird. Prinzipiell wird hier die Steigung des GD 260, also das ist die Zahl der Handelstage pro Jahr, wird die Trendstärke ins Verhältnis zur Volatilität gesetzt. Und dadurch bekommen wir dann Aktien angezeigt, die stabil steigen können, also die stark ansteigen, aber unter einer möglichst geringen Schwankungsbreite. Ist die Frage so beantwortet, Michael? Perfekt, okay. Gut, dann gibt es noch die Frage. Die Aktie MongoDB, ob die schon dabei war. Schauen wir ganz kurz. Ich habe hier natürlich doch schon einige Aktien jetzt mittlerweile vorgestellt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe hier eine eigene Liste. Ich mache die kurz auf. Kann ich dir gleich sagen. Und zwar, ja, hatten wir sie am 10.12. bereits. Also du kannst dir hier die Aufzeichnung ansehen vom 10.12. Da findest du ganz genau die Einschätzung und auch die Zahlen zu MongoDB. Genau. Ja, Marius, die Aufzeichnungen findest du natürlich immer auf traderfox.de. Auch das kann ich euch noch ganz schnell zeigen zum Abschluss. Gehen wir mal kurz auf die Seite. traderfox.de, Startseite, einfach einloggen. Und dann findet ihr hier unter anderem bei Events unter Videos auch die letzten Trendfolgestammtische sowie auch den von letzter Woche. Also als Mitglied der TraderFox Live-Sektionen bekommt ihr automatisch dann Zugang zu den Aufzeichnungen. Genau. Okay, ich glaube, soweit ist jetzt einmal alles beantwortet. Dann mache ich den Weg für heute frei. Wer Zeit hat, bleibt einfach dran im Anschluss fürs nächste Webinar. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr wieder alle mit dabei wart und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und freue mich auch, wenn ihr auch nächsten Montag wieder reinschaut. Macht's gut, bis bald, Servus.